So, und dann legen wir auch schon gleich los. Epsilon auf US-Seite mit dem B-Spawn und Mim auf Russen-Seite mit dem A-Spawn. Bei Epsilon sieht man traditionellen Spawn, sagen wir es mal so. Werden den Glitch hier jetzt nicht nutzen. Und bei Mim den Spawn Richtung C, also wahrscheinlich auch mit dem C-Push verbunden. So. 10 Sekunden noch, dann geht's auch gleich los. Hier einen schon mal hinten gelassen, Horex. Der wird dann wahrscheinlich gleich B holen. Und los geht's. Nee, okay, ist derjenige, der raus zu C rennt. Und dann hier zwar, ja. Es war klar, dass das fällen würde. Mal gleich die APG da hinten in die Ecke. Ah ja, sehr schön von Waffi. Ah, wird aber jetzt super gepusht. Punch Rui jetzt von der Seite. Wir haben noch einen. Und Punch Rui wieder hier. Schön aufgeräumt. Super gemacht. Ah, da hat er gepennt. Waffi jetzt hier allein noch. Ah, Tower voll ungeheuer. Kriegt aber keinen. Jetzt Flax hier außen unterwegs. Ah, hat die gehört. Gute Nate. Und sehr schön gepusht hier von der Seite. C und B für Mim. Und hier jetzt Epsilon Horek, der sehr gut herausgepusht hat und C holt. 121 zu 134. Jetzt hier Ducky-chan. Ja, hat das verpeilt, dass er da unten stand. Gute Pose hier gehabt, Torek. Masu, man sieht hier auch wieder schön die Linie. Uiui. So, Meyerke jetzt in der Küche. Holt sich den ersten, holt den zweiten. Holt sie alle drei. Stark gemacht von Meyerk. Natürlich auch etwas Glück dabei gewesen, aber... Horek, der jetzt hier durch die offene Zellen durchpusht. Ja, schnell nachladen, da haben wir noch einen. Er kriegt den nicht. Aber Epsilon drückt. Wollen sie trotzdem weiter pushen. Gehen jetzt zu dritt, zu viert raus. Ja, Flax haben sie jetzt übersehen. Ja, allen drei haben sie sich hier geholt. Duke, der hier außen rumgemacht. Ein Trade. Jorek, Masu jetzt unterwegs zu C.
Punch Rule. Nicht mehr dabei. Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt hier ein guter. Naja, kriegt den nicht. Waffi hier jetzt. Jetzt A und C für Epsilon. 99 zu 83. Horek jetzt hier. Ja, probiert. Oh, kriegt ihn. Sauber gemacht. So, und jetzt hier Sayo mit Flux, ein guter Push auf A. Holen sich A jetzt ohne Probleme. Und Waffi mit Ducky-Chan hier noch auf B. Patrol, der jetzt in der Ecke fällt. David Türkei noch in den Sidestairs. Den B-Spawn gekriegt, outside. Und noch den B-Spawn hier innen gekriegt. Jetzt heißt es sich da wehren. Sehr schöne Nade von Punch Rule. Ah, knappe Sache. 50 HP. Aber hier jetzt Mim außen bei C. Und probieren jetzt die Linie aufzuziehen. Ah, Start mit der Magnum. Immer wieder ein Highlight zu sehen. Ah, wird gesmoked. So, Waffi, keine Chance von zwei Seiten. Punchbull kriegt den jetzt hier auf den Boden und kriegt es auch nur hin, durch zu B zu kommen und B zu tappen. Sayo mit Geld, ja, er kriegt es. Er macht T-Gate zu. Aber er hat schon mitbekommen, hier jetzt Sidestairs. Ah, stark gemacht von Punch Group. Etwas Distanz aufgebaut. Flux hier jetzt gegen 2. Ah, keine Chance. Gleich schön reagiert Sayo hier gleich in Kitchen. Probiert Kitchen zuzumachen. Holt schon mal ein, aber ihr Punch Group wird hier auch getradet von Masu. Ah, jetzt in den Händen von Epsilon. 52 zu 58 für Mim. Knappes Match bis jetzt. Flaxe hier auch. Verliert hier 1 gegen 1 gegen Duke. Ah, er trifft nicht. Er trifft nicht. Jetzt freie Bahn für Mim. Man schult hier gleich mal A. Ah, hat den aber auch jetzt schon gehört. Ah, stark. Keine Chance für Punchbull. 4 Stück jetzt von Epsilon, aber Waffi, der das hier super macht, von hinten abräumt. Dennoch haben sie Sayo hier hinten jetzt. Jetzt auch ein super Push. Aber Meyer kriegt sich durchgesetzt. Starkes Spiel. Und jetzt wollen sie weiter zu B. Es gab den Wipe. Wie sieht's aus? Horek jetzt hier auf A mit Duke. Ah, holt den sich.
Baby 2K, 42 zu 11, momentan für Epsilon. Ah, hier etwas geblockt. Gibt den Revive und GG. 41 zu 0 für Epsilon. So. Einundvierzig Tickets. Das ist alles machbar, aber muss man schon aufpassen. So. Gleich mal in die Rückrunde. Geht auch schon gleich los hier. Epsilon auf Russenseite, also Aspern. Und Mim auf US-Seite, also B-Spawn. Ja, bei Epsilon nichts Spektakuläres. Und Mim, dies versuchen mit dem Glitch. Geht's dann auch schon gleich los. Epsilon, die wahrscheinlich mit dem C-Push anfangen, ja. Checken. Zwei Stück raus zu C. Eine in L. Duke hier am Pieper. Holt sich schon mal den ersten. Währenddessen Mim hier nur mit einem, und zwar Punch Rule außen spielen. Holt sich auch einen, aber wird jetzt vom C-Gate gepusht. Ah, Punch Rule jetzt hier drauf gespawnt. Währenddessen hier auf B auch schon was los. Mel kaktisch da klasse Versteck gehabt. David 2K mit Horek hier jetzt außen. David, der jetzt reinpushen wird. Flex, der hier capturen kann. Und Punch Rule hier jetzt im 1 gegen 1. Holt sich den auch. Wird aber jetzt selbst auch geholt gegen die TZ. Keine Chance im Nahkampf. Ja, holt sich den. Stark gemacht von Ducky Chan. Aber noch mit dem B-Spawn hier zu kämpfen. C derweil holen sie aber auch. Jetzt Ducky Chan alleine. Trip Cap.
Mac zieht aber schon wieder B. Und Punchul macht es sehr schlau. Einfach mal hier hinten. Abwarten. Holt ihr schon mal den ersten? Aber hier Masu gut gemacht. Jetzt hier Flaxe kriegt den ersten. Kriegt den zweiten auch noch. Ah, jetzt von beiden Seiten. Ah, ne, keine Chance. Zu viel. Punchbowl rennt raus. Und Ruffy und Zayo bei B. Ruffy jetzt, ja, keine Chance auch hier. Ein sehr starkes Aim von Flux. Und jetzt muss Mim aufpassen. 108 zu 111. So, hoppla. Hey, Ducky-chan jetzt in der Banane. Und Duke weiß es und wartet da einfach mal ab. Tastet sich jetzt mal ran. Und holt sich den. Stark gemacht. Hier den Respawn von Flex. Ruffy, der oben noch sein 1 gegen 1 gewinnt. Oh, stark. Starkes Aim von Ruffy. Da auch noch im Trade gegen Mayek. Also hier jetzt eine Heizung unterwegs. Und als Ziel ist es, den in der Kitchen rauszuholen. Ja. Zu viele Explosionen, um das zu überleben. A und B für Epsilon. 71 zu 100. Noch 20 Tickets für Mim, aber das schaut nicht gut aus. Sayo hier jetzt etwas in Bedrängnis. Gute Nate. Ah, sehr stark von Sayo. Ah, da hat er nicht aufgepasst auf seine Muni. Und jetzt hier stark gedefft von Epsilon. Aber geht auch schon gleich weiter hier jetzt von Mim. Oh, noch 9 Tickets. Müsste aber eigentlich kein Problem sein. Für Epsilon. Jetzt fallen sie nochmal den Trip Cap. Müssen sie schon aufpassen. Duke, stark gemacht. Sayo jetzt hier draußen. 7 weitere Tickets noch. Jetzt nochmal ein Trip Cap für Mim. Ja,
haben jetzt keinen abgestellt auf A. Jetzt verlieren sie auch A und C. Ja, es sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Ja. Das war's dann auch. GG. Erste Map geht an Epsilon Gaming. Verdientermaßen. Haben das sehr gut gespielt. Und jetzt als nächstes Shanghai. Eine Map, die beiden Teams sehr gut liegt. Haben wir ja auch schon mehrmals gesehen, wenn sie gegen MHSV gespielt haben. Auch hier wieder der Schwerpunkt liegt auf der Midstreet. Wobei fast jeder Push, der eigentlich gelingen sollte, auch über Midstreet verlaufen sollte, hauptsächlich. Einfach schon dadurch, dass man die vielen Container hat, die man als Schutz nutzen kann, um sich von Flagge zu Flagge weiter zu bewegen. So, los geht's hier. Epsilon auf US-Seite und Mim auf chinesische Seite. Epsilon hier jetzt nichts Spezielles. Bei Mim auch nichts Außergewöhnliches. Okay, hat es jetzt gerade wirklich fertig gebracht zu schießen. Und los geht's. Drei über kurz hier. Epsilon, die Wand hier aufgemacht haben. David 2K, die hier von den Nades geholt wird. Ja, stark gemacht. Duke holt noch ein. Jetzt ist es am Meyerke, jetzt defensiver zu gehen. Ah, hier von C-Top. Stark gemacht von Ducky Chan. Die Punch-Roll wieder mit der M16. Wird hier auch geholt. Gute Pose hier von Korek. Und hier noch den nächsten. Und sie gehen schon in Richtung Trip Cap. Was man dann auch an den Tickets sieht. 140 zu 106. Ah, den nicht revived gekriegt. Ah, stark gemacht von Punch Rule. Schön im Rand.
Und jetzt hat sich das Ganze umgedreht. C und A für Mim. Und B sind sie auch dran zu kriegen. Aber hier jetzt Duke, super Push. Da eine saubere Nate. Ah, und B für Mim. Epsilon jetzt hier über Statue unterwegs. Da wird ich hier über A-Eck. Ah, kriegt ihn leider nicht, aber kriegt hier jetzt noch Backup. Ja. Kein Problem hier für Horek. Und weiter zu B. Horek jetzt hier schon am Capturen. Ah, kriegt den. Ja, er kriegt den. Und auf 5 zu 91. Ja, Epsilon tunt sich gerade ein bisschen schwer hier auf C. Glaxe, der sich nicht durchgesetzt kriegt. Also der hier jetzt auch gerade über kurz pusht. Ja, man merkt hier sehr schön. Guter Push von Masu. Flachs hier jetzt gegen 2. Ah, gutes Prefire. Keine Chance. Wird aber jetzt geholt hier von Ducky-Chan. Ah, wird aus dem A-Eck geholt von Davy2K. Flaxe jetzt noch im... über B kurz unterwegs. Sehr schöne Nate. Jetzt durch Cast, Ducky Chan zieht top. Ah, hat den jetzt gesehen. Probiert es mit der Magnum, kriegt den aber nicht. Aber jetzt sehr schön gemacht. Kriegt auch noch Backup hier von Ruffy. Rettet noch den Arsch von Punch Rule, der jetzt im B-Eck hier steht. Hat auch schon mittlerweile die Waffe gewechselt. Hier jetzt gegen den ersten holt sich den. Holt er sich Horek auch. Im Trade holt er sich den. Und Flux. Ja, schmeiß schon mal die Nades vor. Merkt, der hier sehr schön wartet.
Sehr schön aus der Hüfte. Und hier noch den zweiten holt. Sauber gemacht. Kriegt hier dadurch A. 45 zu 30. Der Rückstand deutlich geringer geworden. Ganz kurz ein Trip Cap gewesen. Aber Mim schläft nicht. Pushen schon weiter hier. Sehr schön vom Waffi wiederum. 43 zu 18. Mim jetzt etwas hinterher. Wir haben A und C. Müssen das hier so gut halten, wie es nur geht. Über C-Top. Ah, wird da geholt. Und jetzt hier Horek mit der TZ. Schön umrannt. Jetzt hier schon ready mit dem RPG. Ah, die Nate könnte passen. ...21 zu 4. Knappe Kiste. ...21 zu 0 für Epsilon. Bislang sehr starkes Game von Epsilon. Machen das sehr souverän. Sieht man auch wieder Duke 21-12. Punchwool 13-9. Nicht so stark wie die Runden davor. So. Geht doch gleich weiter in die Rückrunde. Mim auf US-Seite und Epsilon auf Chinesen-Seite. Mim auch wie immer traditioneller Spawn und hier bei Epsilon das gleiche, wie sie vorher auch hatten. Muss Mim aber eine Schippe drauflegen, um das jetzt noch zu gewinnen. Ansonsten werden sie gegen Abson hier mit einem sehr schönen Push AB, aber Punch wohl hier jetzt bei A. Wird aber jetzt gleich auch Besuch kriegen von hinten.
Ah ja, wohl trotzdem noch den ersten hier. Waffe hier jetzt auch im Bedrängnis, 40 HP. Sehr schön gepusht hier von der Seite. So, Masu jetzt mit dem T-Spawn. Wird aber aufgehalten, T zu cappen. Duke genauso. Jetzt noch Mayak. 137 zu 131 wird aber auch geholt. Wenn gerade etwas, ja, stabiler. Wenn jetzt auch mal eine klare Linie ziehen. So, und Epsilon, die sich jetzt etwas sammeln müssen. Ah, etwas Wisch verstraft. Bin hier zu dritt über kurz. Aber Waffy macht es sehr, sehr stark. Ah, nutzt den Smoke voll aus und kriegt dann noch einen. Keine Chance gehabt. Sah er jetzt alleine C-Top. Hat ihn gesehen. Kriegt den aber nicht. Ja, erste Map hat der Epsilon gewonnen. So, jetzt Epsilon mit A und B. 132 zu 85 für Mim. Mit David 2K. Sehr stark mit der AEK. Ah, einer hat es noch geschafft hier jetzt. Punchbull hier jetzt im Carshop unterwegs. Und jetzt Epsilon komplett zurückgedrängt. Starker Push von Duke. Und sie stehen auch noch. Ja, macht er. Aber Sayo ist nur da. Ah, Fail Nate. Jaxi jetzt schnell zu A und Punch Roll hier A, B kurz unterwegs. Sehr schön aufs Gehör geachtet. Starken Prefire den geholt. Punch wurde jetzt hier arg im Bedrängnis. Ah, hat es noch fast geschafft, aber na, ist zu viel. Beiden Seiten und Sayo jetzt mit dem T-Spawn. Man wird hier schon von Masu. Ja, holt sich Punch Rule.
Nur noch 16 Schuss für ihn. Ah, stark gemacht von Sayo. Sag ich doch, B kurz. Tripcap hier gerade für Mim. 70 zu 42. Wird's nochmal knapp. Epsilon hat 21 Tickets noch gut. Mim derweil noch 48. Tickets, bevor die Runde an Mim geht. Man meine, die Luft wäre raus bei Epsilon. Trade gegen Duke, stark gemacht. Kommen hier auch schon die Smoke-Attacken wieder. Stark gemacht hier von David. Hört es voll und ganz aus. Und hier B-Eck wird auch sauber gesprengt. AB für Epsilon. Jetzt wird es nochmal eng. 31 Tickets noch über für Mim. Aber jetzt der Trip Cap und das kann jetzt ganz böse enden. Punch Bury jetzt mit dem A-Spawn. Masu steht schon bereit. Hat's gehört. Ah, die Tickets rennen. Die Tickets rennen. 14 Tickets. Ah, oh, stark gespielt von Masu. 10 Tickets noch. Das müsste es doch eigentlich gewesen sein. 4. Ja, das war's normalerweise. Oder kriegen sie hier jetzt noch B? Ah, kriegen nicht. Und das war's dann auch schon. So. Gucken wir mal, was bei ESL TV, was die jetzt noch so sagen. Die nochmal Infos rausgeben. Denn auch ich brauche mal eine Pause und werde jetzt komplett dann für das nächste Match ESL TV hosten. Und dann hört man sich spätestens nach dem Match, das heißt Infamous gegen Fnatic, wieder. Bis später.